Jo Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr Nachts Challenge. Es könnte sein, dass es spooky wird, deswegen schnappt euch jetzt unbedingt eine Grandma-Checkdecke, weil wenn es klappt, braucht ihr sie garantiert. Ich bräuchte sie eigentlich selber, aber ich brauche meine Hände frei, denn wir werden wieder heute Nacht eine verfluchte Nummer ausprobieren und nicht nur irgendeine, sondern die von Grimace. Ja, ich habe sie einfach mal gefunden. So viele haben nämlich danach gefragt und gemeint, Becky, könntest du mal nach der verfluchten Nummer von Grimace schauen? Kannst du sie dann bitte ausprobieren, wenn du sie findest? Und ich dachte mir, wenn ich sie finden sollte, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, sie auszuprobieren, weil ich habe ein paar Fragen. Und ja, ich habe gesucht und ich habe tatsächlich eine gefunden, die wir ausprobieren werden. Ich habe sie schon mal eingespeichert, aber noch nicht geschaut, ob mir irgendwas angezeigt wird oder sonst. Das mache ich ja wie immer mit euch zusammen. Mal schauen auch, ob irgendwie Anruf funktioniert, FaceTime oder so, Videoanruf, mal schauen. Und ja, wenn die Nummer von Grimace funktionieren sollte, werde ich ihn auf jeden Fall fragen, ob er irgendwas mit dem Happy Meal zu tun hat. Weil ich meine, die verfluchte Nummer habe ich bislang noch gar nicht angeschrieben oder so. Und was es vielleicht mit dem Shake auf sich hatte oder sowas. Warum er böse ist. Und was es mit der Einladung auf sich hat. Leute, die habe ich ja auch noch. Seine Geburtstagseinladung. Und Leute, lasst mal jetzt passend zum Thema unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Grimace auch voll creepy findet. Finden wir 14.000 von euch, die ihn voll unheimlich finden. Dann lasst mal jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Und Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, würdet ihr euch trauen, den Grimace Shake zu probieren? Und wie wäre eure Bestellung? Habt ihr die Möglichkeit, zwischen Big Mac oder 10 Nuggets auszuwählen? Also wie würde eure Grimace Geburtstagsmenübestellung aussehen? Lasst es euch wissen. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns gleich um Punkt 3 Uhr wieder. Also, let's go. Leute, wir haben es jetzt genau 3 Uhr. Okay, Leute, dann wollen wir mal als erstes schauen, ob mir irgendwas auf WhatsApp angezeigt wird. Okay, ich gebe mal seinen Namen ein. Der hat ein Bild drin. Das ist ja sowas von. Also, es muss seine Nummer sein. Aber, okay, jetzt bin ich gespannt. Was sage ich? Hallo, Grimace einfach nur? Hallo, Grimace. Mit einem winkenden Emoji oder so? Wollen wir mal nett unterwegs sein. Es ist genau 3.03 Uhr. Es wurde zugestellt. Lesebestätigung habe ich wie gesagt aus. Also ich kann jetzt nicht sehen, ob er meine Nachricht gelesen hat oder so. Andersrum geht es auch nicht. Also ja, wisst ihr Bescheid. Weswegen die Haken immer grau sind. Aber er ist jetzt bislang nicht online gekommen. Vielleicht hat er es auch ausgestellt. Ich weiß es nicht. Geht seine Nummer nicht? Aber es wurde ja zugestellt, ne? Leute, ich warte gerade, aber es passiert nichts. Hallo? Jemand da? Leute, er ist auch reingekommen. Gerade bei Hallo. Schreibt er irgendwas? Er ist einfach nur online. Ein bisschen unheimlich, ne? Bist du Grimace? Leute, ich habe hier meine Grandma-Checkdecke übrigens. Habe ich zwar nur auf dem Schoß liegen, aber trotzdem. Ich kann mich festhalten. Party-Emoji? Hä? das ist wohl jemand in Party-Laune. Geburtstagsparty-Laune oder was? Also bist du wirklich Grimace? Er hat mir ein Getränk geschickt. Hä? Es ist schon wieder so eine verfluchte Nummer, die mir nur Emojis schickt. Soll das der Grimace Shake sein? Warte, er schreibt wieder. Er schreibt wieder. Irgendwas kommt jetzt. Duh. Ja, der bin ich. Wer bist du? Als ob ich meinen Namen sage. Also, ich hab mal im McDonald's meinen Geburtstag gefeiert, als ich klein war. Zum Glück habe ich ihn aber niemals gesehen irgendwie. Weiß jemand genau, wie alt er geworden ist? Der ist ein richtig altes Maskottchen von McDonald's. Aber er ist einfach plötzlich verschwunden und er ist jetzt plötzlich aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Mehr brauchst du nicht wissen. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Du hast was vergessen. Und dann schickt er mir einen bösen lila Emoji. Was habe ich vergessen? Ich habe doch Hallo Grimace gesagt. Was habe ich vergessen, Leute? Warum ist er böse auf mich? Hä? Was denn? Warte. Moment, er hat doch Geburtstag. Oh. Happy Birthday. Meint ihr das? Ich weiß es nicht. Grimace. Vielleicht muss man das sagen. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Hä? Hat er sein Online ausgestellt? Plötzlich steht er wieder, schreibt. Er muss es ausgestellt haben. Da hast du nochmal Glück gehabt. Und dann der Emoji. Hä, was soll das denn heißen? Also, kann ich dich jetzt was fragen? Er hat ja nicht Nein gesagt, ne? Ich glaube, was uns alle interessiert ist, warum verfluchst du
alle mit deinem Grimace Shake. Was ist da drin? Nee, was ist da wirklich drin? Weil normal ist das ja nicht. Ich glaube, das interessiert uns erstmal alle. Mal gucken, was er dazu sagt. Er schreibt. Bitte, er schreibt einfach nur, hahaha. Der findet das auch noch lustig. Es macht mir Spaß, weißt du? Ich hab's ja gesagt, er findet es lustig. Es macht ihm Spaß. Wieso sollte so etwas Spaß machen? Also, das ist echt nicht mehr normal. Das ist voll gruselig. Er mag es wohl, Leute zu verfluchen, ey. Das ist nicht mehr normal. Also, einige verfluchte Nummern machen einfach online aus. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Aber ich glaube, um es noch gruseliger zu machen. Willst du zu meinem Geburtstag kommen? Um 3 Uhr nachts. Leute, es ist wie auf der Einladungskarte. Hängen die wirklich zusammen? Die Nummer mit dem Happy Meal? Ich hätte eh gefragt, ne? Aber das ist jetzt seltsam. Was, wenn ich sage, ich habe schon eine Einladung? Ich habe schon eine Einladung bekommen. War sie von dir? Mal gucken, was er dazu sagt. Warum um 3 Uhr nachts Geburtstag feiern? Andere feiern irgendwie... Ja, okay, Geisterstunde ist jetzt auch nicht unbedingt besser, ne? So rein feiern, aber 3 Uhr vielleicht. Was soll das denn jetzt heißen? Vielleicht? Basilila. Ja, war sie also tatsächlich von dir? Muss ich kommen? Reicht nicht auch ein Geburtstagsständchen? Lieber das, als zu seinem Geburtstag zu gehen. Weil das ist gruselig. Aber er meint irgendwas mit Indoor-Spielplatz. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Nur ein Geburtstagslied? Hä? Was nur? Ich kenne ihn doch noch nicht mal. Was wäre da sonst ein Geschenk? Warte, er schreibt noch was. Furchtbar, er ist voll undankbar. Also das reicht nicht, Leute. Ich will eine richtige Party. Leute, wie sieht die denn aus? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube, das ist eine schlimme Party, Alter. Was hat er mir für Emojis geschickt? Warum bist du so böse und gruselig? Was verstehst du unter richtiger Party? Ich bin doch gar nicht böse. Wieso sollte ich denn? Er wird ja eigentlich auch Evil Grimace genannt, ne? Sollte ich ihn darauf ansprechen? Er klaut den Kindern Milchshakes. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht böse ist. Und er hat zugegeben, dass er die Shakes verflucht. Und er sagt, er ist nicht böse. Wen will er hier auf den Arm nehmen? Nein. Du hast doch gerade zugegeben, dass du die Shakes verfluchst. Du wurdest damals auch immer Evil Grimace genannt. Damals sah er ja richtig gruselig aus mit mehreren Armen und so. Da wurde er ja ein bisschen süßer gemacht. Und hast den armen Kindern die Milchshakes geklaut. Und das soll nicht böse sein, oder was? Also das kann er nicht dem Elf von der Chef erzählen, okay? Übrigens, sollte ich immer wieder im Sommer anrufen, Leute? Wer ist dafür? Der postet mir jetzt einen Haufen Sommer-Emojis unten. In die Kommentare. Ich bin nicht böse. Hä? Die Nummer ist so seltsam. Ich bin sehr lieb und kuschelig. Alles klar. Bei mir funktioniert das nicht. Nein. Das klingt aber auch irgendwie gruselig. Ich weiß auch nicht. Ich bin sehr lieb und kuschelig. Vertrau mir. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann, wenn das gesamte Internet was anderes sagt. Und übrigens hab ich das selbst erlebt. Woher kam die seltsame Musik? Und das Happy Meal. Ich frage ihn jetzt mal. Mal gucken, was er dazu sagt. Also irgendwie braucht er mega lange gerade, um zu antworten. Er schreibt. Leute, er schreibt. Ich dachte, er ist gar nicht mehr online. Du dummes Kind, kann man wohl nicht in die Irre führen? Was für dummes Kind. Ich glaube, ich habe ihn ertappt. Er mag das überhaupt nicht. Denkst du etwa, du bist zu schlau für mich? Alter, das ist ja voll gruselig. Ich glaube, das mochte er überhaupt nicht gerade, was ich gesagt habe. Ich wusste es doch. Ich habe ihn ertappt. Kennst du den Game Master? Jetzt frage ich mal nach ihm. Warum, er gibt noch zu, er wollte mich in die Irre führen. Er gibt es noch zu. Den was? Nein. Okay, den kennt er anscheinend nicht. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber meint ihr, man kann ihm glauben? Kennst du Ronald? Den Clown, ne? Mal gucken, was er dazu sagt. Ich hatte ja eine Clownnase in meinem Happy Meal, ne? Die gehören ja zu den Maskottchen von McDonald's. Grimace, Ronald, der Burglar und Birdie. Ich habe auch übrigens gelesen, irgendwie Birdie soll der Crush sein von Grimace. Ja, das habe ich mal gelesen. Ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Klar kenne ich ihn, aber wage es, nicht ihn zu erwähnen. Okay, wieso sollte ich ihn nicht erwähnen?
Er schreibt noch irgendwas. Ich meine, ich habe auch mal gelesen, Ronald McDonald soll der beste Freund sein von Grimace. Dauernd muss dieser Clown im Vordergrund stehen, aber nun ist meine Zeit gekommen. Das klingt nicht nach beste Freunde. Ob das stimmt? Und vor allem seine Zeit ist gekommen? Deswegen wahrscheinlich so böse. Ich habe mal gelesen, dass ihr angeblich beste Freunde seid. Stimmt das? Mich hat man vergessen. An Ronald dachte man öfters. Aber was ist mit mir? Klingt ein bisschen so, als wäre er neidisch. Mit mir. Richtig groß geschrieben. Du hast doch dein eigenes Geburtstagsmenü bekommen. Das ist doch mal was. Hallo, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich finde, er sollte ein bisschen positiver denken. Ich glaube, er scheint nicht so begeistert davon zu sein. Nein, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Es scheint ihm einfach nicht zu reichen, aber was dann? Mein Shake wird alle verfluchen. Und so können alle meine Gäste für immer bei mir bleiben. Das ist voll gruselig. Das ist richtig gruselig. Es kann keiner mehr gehen und mich alleine lassen. Okay, ist das jetzt die Wahrheit über den Grimace Shake oder was? Macht irgendwie ein bisschen Sinn, ne? Er ist in Vergessenheit geraten, kommt jetzt mit so einem Shake an. Er sagt sogar, und so vergisst mich niemand. Wenn du schon meinen Shake getrunken hast, dann gehörst du mir. Leute, ich überlege gerade, soll ich ihn anrufen? Der ist wieder online. Schreibt der jetzt noch? Leute, er ruft mich gerade von selber an. Hat er mein Handy gehackt? Leute, er ruft mich einfach mal von selber an. Seht ihr das? What the heck? No way, der hat sich, glaube ich, in mein Handy gehackt. Wieso sollte er von selber anrufen? Hallo? Was war das gerade bitte? Erst so Happy Birthday, dann so ein Lachen. Was war das am Ende für ein Ton? Ich habe Angst, nein. Ich schreibe mit der Nummer nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Meint ihr, hat irgendwas mit dem Happy Meal zu tun, aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen?